Zunächst war da der Berg, Pikes Peak, über 4300 Meter hoch, majestätisch die Gebirgslandschaft der Rocky Mountains um Colorado Springs herum, überragend. Der Berg, wo immer man sich hier bewegt, er fällt ins Auge. Der Berg, mächtig, geheimnisvoll, beinahe unbezwingbar. Dann kamen Mensch und Maschine, um ihn zu erobern. Und seit 1916 findet auf der kurvenreichen, circa 20 Kilometer langen Sandstraße, die sich zum Gipfel hinaufwindet, eines der verrücktesten und abenteuerlichsten Ereignisse im Motorsport statt. Das Autorennen zu den Wolken, wie es die Einheimischen nennen, das Pikes Peak Rennen. In diesem Jahr das 65. am vergangenen Wochenende. Unsere Story beginnt im Morgengrauen, zwei Tage vor dem eigentlichen Rennen, in etwa 3500 Meter Höhe, knapp unterhalb der Baumgrenze des Pikes Peak Berges. Qualifikationen in den vier verschiedenen Autoklassen für den Renntag. Von den offenen Radfahrzeugen zu der beliebten rein amerikanischen Kategorie der Stock Cars zu der Elite der Rallye-Fahrer. Diese Qualifikationen werden auf der unteren Hälfte der Rennstrecke ausgetragen, auf einer rund 10 Kilometer langen Piste. Wer die schnellste Zeit erzielt, darf am Renntag als letzter starten oder sich aussuchen, falls es die Verhältnisse fordern, an welcher Stelle er in seiner Kategorie das Rennen zum Gipfel beginnen will. Die donnernden Stock Cars. Dann steigt die Spannung. Die Qualifikation der Eliteklasse, der Rallye-Wagen. Hier der Mazda RX-7 mit Turbolader und Vierradantrieb des Neuseeländers Rod Mullen, der die viertschnellste Qualifikationszeit erzielt. Beim großen Favoriten am Berg, dem Fünfzylinder Audi Sport Quattro S1 mit dem zweimaligen Rallye-Weltmeister, dem Regensburger Walter Röhrl am Steuer, der übrigens zum ersten Mal an dem Pikes Peak Rennen teilnimmt, gibt es plötzlich Probleme. Powerverlust bei der Qualifikation. Man weiß nicht, was die Ursache ist. Dennoch zeigt das deutsche Rallye-Ass scheinbar gelassen den Reportern, wie er auf dieser Piste per Druckknopf kuppelt. Der linke Fuß bremst nur, der rechte gibt Gas. Rallye-Feinheiten. Das US-Rennfahrer-Idol Barbie Unser, 13-maliger Pikes Peak-Gewinner, hatte dieses Problem vor einem Jahr nicht, als er in Rekordzeit für Audi gewann. Unser ist Audi-Teammitglied und persönlicher Berater hier von Walter Röhrl. Walter ist sehr gut. Seitdem ich ihn hier im Training beobachtet habe, respektiere ich ihn noch mehr. Pikes Peak ist sehr schwierig. Mir fiel sofort auf, dass er seinen Fahrstil ändern kann und sich schnell den anderen Verhältnissen anpasst. Es gibt nur wenige Fahrer in der Welt, die das so schnell können. Wie jeder in Europa weiß, ist Walter ein sehr schneller Fahrer. Aber hier nach Pikes Peak zu kommen und sich so schnell umzustellen, ist sehr beeindruckend für mich. Was zeigt dies nun dem amerikanischen Motorsport? Vielleicht sollten sich die US-Hersteller ein bisschen schämen, dass die europäischen Autohersteller hier so schnell mit ihren Wagen fahren können. Aber seit einiger Zeit, das wissen wir alle, hinken wir ja auf diesem Sektor schon um einiges hinterher.
Die große Konkurrenz des Audi-Teams mit nur einem Wagen sind gleich drei Peugeots. Die Nummer 7, gefahren von dem Italiener Andrea Zanussi hier, die Nummer 5 mit dem Kenianer Schecter Meta am Steuer und schließlich die Nummer 2 mit dem Finnen Ari Vatanen als Pilot. Peugeot hat sich seit der Paris-Dakar-Rallye nur noch auf diese populäre Bergrallye konzentriert. Und Peugeot machte Audi Angst bei der Qualifikation. Röhrl hatte zwar mit 4 Minuten 46,31 Sekunden die zweitschnellste Zeit des Tages, sogar gut 7 Sekunden unter der Rekordzeit von Barbie Anser, aber Vatanens Peugeot war noch um gut 4 Sekunden besser. Etwas besorgte Minen im Audi-Lager also. Der 35-jährige Ari Vatanen, ebenfalls zum ersten Mal am Pikes Peak am Start, hatte mit seinem Peugeot 205 Turbo 16 Audi zunächst einmal die Show gestohlen. Am Morgen vor dem Rennen, der 40-jährige Röhrl, ein begeisterter Radfahrer und Golfer, trainiert auf seine Art. Mal schnell 60 Kilometer auf dem Rennrad, das er aus Regensburg mitgebracht hat, durch die hügelige Landschaft um Colorado Springs. Das gehört zum Trainingsritual dieses Rallyfahrers. Und im Hintergrund immer zu sehen, nicht aus dem Bewusstsein zu verdrängen, der Berg, Pikes Peak. Walter Röhrl steuert auf eines seiner größten Abenteuer zu. Über 100 Kilometer entfernt auf einem Hochplateau versucht das vierköpfige, hochqualifizierte Audi-Team aus Ingolstadt mittlerweile dem Problem mit dem Powerverlust im Turbolader auf die Spur zu kommen. Sie alle, Mechaniker, Ingenieure, Konstrukteure, Motorspezialisten, Werkstattleiter und der Teamchef selbst, zeigen besorgte Gesichter. Weniger als 24 Stunden vor dem Start, die Ursache des Problems bleibt ein Rätsel. Die gesamte Elektronik ist überprüft worden, alle Kabel und Drähte wurden ausgewechselt. Schließlich am Nachmittag macht Walter Röhrl einige Testfahrten auf der angemieteten Strecke in der Weite dieses Bergstaates Colorado. Aber auch hier, über 100 Kilometer von Colorado Springs entfernt, kann er dem Berg nicht entgehen. In der Ferne wartet Pikes Peak. Sonnenaufgang in den Rocky Mountains. Tausende von Zuschauern fahren den Berg hinauf. Weitere Tausende haben hier übernachtet und voller Spannung auf das Pikes Peak-Spektakel gewartet. Wie weit ist das bis zur ersten Kurve? Die Nervosität am Start unten in 2800 Meter Höhe wächst. Okay, ich sag's ihm. Mehr, wie es scheint, im Audi-Team, das diese Bergrallye in den letzten 5 Jahren gewonnen hat, 1985 und 86 jeweils sogar in neuer Rekordzeit, als bei den Rivalen von Peugeot. Hier die Fahrer Zanussi und Meta. Zanussi hat übrigens die drittschnellste Qualifikationszeit zu verzeichnen gehabt. Mittlerweile werden die Rennen in den anderen Klassen gestartet. Die offenen Radfahrzeuge gehen als erste auf die Sand- und Schotterpiste. Der Startabstand zwischen den einzelnen Wagen beträgt in der Regel 2 bis 2,5 Minuten. Die größte Teilnehmerzahl stellen erwartungsgemäß die populären Stock Cars. Und hier sind es vor allem einheimische Fahrer aus Colorado auf ihren Fords und Buicks, auf ihren Pontiacs und Chevys, die dominieren. Der Sieger in diesem 23-köpfigen Stockcar-Feld benötigte für die 20 Kilometer lange Bergauffahrt mit den 156 Kurven 12 Minuten 58,55 Sekunden. Zum Vergleich, der Rallye-Wagen-Rekord von Barbie Anser auf
Audi Quattro aus dem letzten Jahr, 11 Minuten 09,22 Sekunden. Das ist der Sieger, der Stockcars. Ein weiterer deutscher Rallye-Fahrer ist der Hamburger Jochi Klein auf seinem Doppelmotor Golf. Er ist zum dritten Mal dabei. Diese Rallye hier am Pikes Peak ist keine gewöhnliche Rallye. Ist nicht die Rallye, die man aus Europa kennt, ne? Nein, aber für uns als Rallye-Fahrer kommt es sehr, sehr entgegen, weil wir ja normalerweise solche Sonderprüfungen andauernd haben in dieser Länge. Und auf diesem wunderschönen Schotter bringt es natürlich einen unheimlichen Spaß mit so viel PS und mit so einem guten Auto. Die beiden großen Rivalen und Favoriten, Walter Röhrl und Ari Vatanen. Beide sind sie Rookies hier, also Neulinge auf der Piste. Röhrl startet als Vorletzter und Vatanen als Letzter. Was für ein Gefühl gibt Ihnen nun Ihr 4-Sekunden-Vorteil in der Qualifikation? Darauf kann ich nicht viel bauen. Es wird ein Brust-an-Brust-Rennen zwischen mir und Walter. Ich werde mir jedoch weder über ihn noch über andere den Kopf zerbrechen. Der Audi Quattro mit Walter Röhrl am Steuer. Hervorragend und gewinnbringend haben die Audi-Ingenieure die Schwierigkeiten mit dem Turbolader, verursacht durch die dünne Höhenluft von 2800 Meter auf 4300 Meter, in den letzten 5 Jahren hier gemeistert. Ist das Powerverlustproblem nun beseitigt? Hat man den Fehler gefunden? Das Audi-Team gibt sich zuversichtlich. Und sein Fahrer als Röhrl geht diesen Berg weltmeisterhaft an. So etwas haben die Zuschauer hier noch nicht gesehen. Im letzten Jahr haben sie ihrem Cowboy Barbie Ansa hier auf dem Audi zugejubelt. Aber jetzt sehen sie eine Fahrtweise, die aus Europa kommt. Spitzenklasse. Dann der letzte der 3 Peugeots und der letzte der 14 Rallye-Wagen überhaupt. Die Nummer 2 mit Ari Vatanen beginnt die Zeitjacht bergauf. Aber das ist die Nummer 1, Walter Röhrls Audi. Mittlerweile beginnt er die zweite Hälfte dieses Rennens. Walter Röhrl hat die Baumgrenze hinter sich gelassen. Die Luft wird merklich dünner. Der Motor scheint fehlerlos zu laufen. Und unser Hubschrauber mit der Kamera an Bord hatte in dieser dünnen Höhenluft oft Schwierigkeiten, mit dem enormen Tempo dieser Rallye-Wagen mitzuhalten. Sie brachten es auf 185, 190 Stundenkilometer. Weiter oben nähert sich der 2. Peugeot, gesteuert von Andrea Zanussi, dem Italiener, der vor Walter Röhrl gestartet ist, dem beliebten Zuschauerplatz, der den schönen Namen Spielplatz des Teufels trägt. Und wie der Teufel selbst fährt der Regensburger. Die scharfen Kurven in einer Art, die die Zuschauer jubeln lässt. Hier schöffelt er mit seinem Frontspoiler sogar Sand. Dieser Quattro ist dem des Vorjahres gegenüber aerodynamisch verbessert worden und hat einige PS mehr, circa 600 insgesamt. Walter Röhrl geht jetzt das letzte Viertel des Berges an, während sein stärkster Rivale auf dem 3. Peugeot, Ari Vatanen, hier ist er im Bild, bis zur Baumgrenze ebenfalls ein Rekordtempo hingelegt hat. Und dann nach 19,96 Kilometern und 156 Kurven das Ziel auf dem Gipfel des Pikes Peak. Und absolute Rekordzeit, 10 Minuten 47,85 Sekunden. Das sind gut 21 Sekunden weniger als die Rekordzeit des Vorjahres von Barbie Ansa. Unten am Start strahlt das Audi-Team. Ari Vatanen kommt in 10 Minuten 54,83 Sekunden durchs Ziel, also 7 Sekunden langsamer als Röhrl. Die anderen beiden Peugeots belegen den 3. und 4. Platz.
Spritzender Champagner in 4300 Meter Höhe, ein strahlender Sieger und ein neuer Triumph für die Ingolstädter Autofirma. Schließlich noch ein Malheur für uns. Kaum vernehmbarer Ton. Wir müssen praktisch unser eigenes Interview mit dem Pikes Peak-Sieger Walter Röhrl übersetzen. Der Champagner war wahrscheinlich schuld daran. Meine Frage, Walter, Sie kamen, Sie sahen, Sie siegten hier am Pikes Peak. Ja, mehr haben wir eigentlich auch nicht vorgehabt, antwortete er. Meine nächste Frage, Sie starteten zum ersten Mal hier und unterboten den Vorjahresrekord gleich um 21 Sekunden. Der Wagen muss toll gefahren sein. Das Auto war fantastisch, ansonsten, es hat viel Spaß gemacht. Was kann man nun über diesen Berg, über diese Rallye hier sagen? Sollte man so etwas auch in Europa starten? Dies ist etwas ganz Besonderes, sagt Röhrl. Ich weiß nicht, ob man diese Atmosphäre auch nach Europa verpflanzen kann. Es gehört einfach hierher. Hier ist es zu Hause. Hier ist es ganz toll. Neuer King of the Mountain ist Walter Röhrl. Und obwohl er im Prinzip mit dem Rallye-Sport aufhören will, die Amerikaner wollen ihren neuen König des Berges wiedersehen. Der Berg wartet.